Hallo Welt, hier ist Dormus MagicBlocks.de. Willkommen zum Early Access für Duskmourne House of Horror. Wir sind eingeladen von Wizards of the Coast, die Edition ein bisschen früher zu spielen in Arena. Genau das machen wir, ich hab's schon auf. Wir spielen jetzt ein Sealed. Ihr lasst gerne einen Kommentar unter dem Video da und vielleicht auch ein Like für den Kanal. Immer wieder gut für den Algorithmus von YouTube. Und wir springen direkt rein in das Sealed und schauen mal, was die Edition so mit uns machen möchte. Danke nochmal für die Einladung an Wizards of the Coast. So, Apparent Oculus, okay. Das ist eine magische Karte. Leylines sind zurück. Wir haben gleich zwei Leylines. Viktor Valgavov, Seneschal. Enters the World 2, second time, discard, third time. Okay, reanimate, dies, das, jenes. Ja. Okay. Die blauen Karten sind okay, die weiße Karte, schauen wir mal. Rot will was kopieren, Instant Sorceries, Discursed Recording, Leyline auch. Schauen wir mal, was unser Pool so hergibt. Gucken, ob es irgendeine Klumpung bei den Rarities gibt. Gucken, was die Uncommons und sowas betrifft. Und ob es halbwegs gleich verteilt ist. Okay. Also ist jetzt nicht übermäßig geklumpt, halbwegs gleich verteilt. Wir haben nur drei schwarze Uncommons. Wir fangen mal an. Das und wir fangen mal. Wir nehmen den Filter wieder raus. Nehmen wir, tun mal die blauen Karten rein und gucken mal, was wir damit zusammenkriegen. Ja, Mill 2 ist halt nicht so die Condition, ne? Counterspell, maybe. Ein Unblockable Typ. Der ein paar Boni mitbringt. Blub, 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 blub. Ein Defender. Wir müssen ein paar Enchantments dann an den Start kriegen. Gucken mal, was da so geht. Manifest Dread. Okay. Ist also eine Kreatur oder ein Counterspell. Ja, die wollen alle ein bisschen Room Action machen. Mal gucken, ob wir da was finden. Nonland Permanent. Top or Bottom. Survival 1. Das ist, glaube ich, gut. Und das hier, irgendein fetter Klopp, so der Island Cycling hat. Ja, komm mal her, Hai. Aha. Schauen wir mal. Das bounced und zieht Karten. Und ist ein Raum. Wir haben einen Mörder hier in Schwarz. Schauen wir mal. Scorching Dragonfire. Norrin. Zwei, zwei für zwei. Ja, für den Boros. Power Tour Less Archetype. Hier noch so ein Cycler. So richtig viel zum Kopieren ist nicht, ne? Für den Cursed. Für das Cursed Recording. 6 Damage sind natürlich was. Gucken, was wir hier so haben. Okay. Unsere Kreaturen machen Mana beliebiges und die kommen halt zurück. Doppelgrün, aber ansonsten ja schon ein solider Body. Das rampt ein bisschen. Manifest baut noch ein Body dann. Es gibt nur unsere Mana-Situation her. Wir haben zwei Terramorphic Expanses, ein Boros-Land, was wir wohl ja nicht brauchen. Und ein schwarz-weißes Land. Das sagt nur unser weiß Possessed Goat. Wir können also irgendein Land abwerfen, über kurz oder lang. Und jetzt mit Demon machen einmalig. Der Boy ist, glaube ich, okay. Die zwei Drops sind okay. Oh, das ist, glaube ich, ziemlich Banane. Oh, was in weiß? Das ist ein Oblivion Ring. Ja,
Leben kriegen wir nicht so arg viel dazu, befürchte ich mal. Was macht denn das Telefon? Karte suchen. Ja, es halt, macht halt den Combat ganz gut. Ist ein Eerie-Trigger. Wir brauchen ja für das hier Eerie-Trigger. Es zählt wirklich nur Enchantments, keine Artefakte. Okay. Das holt irgendwas zurück. Wir kriegen Leben. Das macht was kaputt. Das wollen wir gerne spielen. Haben wir irgendwie cooles Zeug? Wir können den hier immer wieder zurückholen, ne? Wenn wir den irgendwie gediscardet kriegen, ja, wir probieren das mal. Kriegen wir irgendwie. Das ist ein Discard-Outlet nebenbei. Ja, mit Schwarz haben wir schon so ein bisschen Removal. Was macht der Raum? Draw two, lose two. Okay. Übrigens, you, nicht Target Player, gibt es ja auch. Ja. So, unsere mehrfarbigen Karten. Wir hätten hier ein schwarz-weißes Land. Ich glaube, unser Blau ist schon okay. Ein 6 Mana 4-4 Flieger. Den kann man halt immer casten, ne? Simic. Wenn wir irgendwie Simic vielleicht. Wahrscheinlich eher nicht so sehr, ne? Ein Mana Dog. Ein Trick. Ist Rot besser als Weiß? Weiß hat schon gute Karten, ne? Gucken wir mal unseren Creature Split. Ja, das ist eher traurig. So kann man das sicher nicht spielen mit 13 Kreaturen. Ja, das ist eine Kreatur. Das sind Kreaturen mehr oder weniger wegen Manifest. Ach ja, mehr oder weniger auch Kreaturen. Wir haben halt nur nicht so richtig geiles Zeug zum Zurückholen. Patch Plaything. Wenn wir es reanimaten, ist es cooler. Wir kriegen halt, wir haben nicht so richtig viele Discard-Outlets, ne? Das drawt und cycelt nicht. Ich glaube, wir haben ein bisschen wenig Enchantments. Oh, die Artefakte nützen uns dafür auch nichts. Ich meine, das hier ist nochmal ein Body immerhin. Das ist ein Room, der was bounced. Wir ziehen Karten. Wir haben schon ein paar Klobos zumindest. Wir kriegen den Friedhof halt nicht so übermäßig cool voll, ne? Um unseren Oculus hier mehrmals spielen zu können. Grundsätzlich trotzdem, glaube ich, solide der Plan. Wir sind ja nicht so richtig das aggressive Deck, ne? Sind Kreaturen. Das ist eine traurige Geschichte, weil so gut halten wir jetzt auch nicht alles aus dem Weg. Gut, wir haben ein Manifest, das legt jeweils eine Karte in den Friedhof. Das legt leider unter die Bibliothek und nicht in den Friedhof. Target Player, wir können den Self-Mill-Plan machen. Bin nicht sicher, ob das der gute Plan ist.
Wir könnten schwarz splashen für Removal, aber Mörder ist halt doppelt schwarz. Das wird vermutlich ein bisschen schwierig. Wir haben hier noch so ein bisschen Nightmares. Ich meine, wir können einen schwarzen Spell, könnten wir schon splashen, ne? Daran scheitert es nicht. Oder einen farbigen Spell. Wir haben ein schwarz-weißes Land, aber wir haben auch ein rot-weißes Land. Wir könnten also was wie Removal splashen. Doppelkosten wollen wir natürlich eher nicht splashen. Ich meine, das ist ein 5-Mana 5-5er. Und ein Enchantment nebenbei. Aber ich glaube nicht, dass wir unser Deck da schlechter machen müssen. Wie viele Enchantments haben wir denn? Danke, Arena, dass du mitzählst. 5. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, um unsere Trigger zusammenzukriegen. Das wird aber auch nicht besser. Ich finde nichts mehr. In Schwarz hätten wir zwei Enchantments mehr. Dafür verlieren wir auch ein weißes, zwei weiße. Ich bin kein Fan. Ja, wir suchen mal zwei Cuts und probieren es mal blau-weiß. Ich bin nicht so ganz sicher, wie vielversprechend ist. Aber wir wollen ja Decks ausprobieren und deswegen nehmen wir hier auch auf. Wir müssen auf jeden Fall Spells cutten. Das sind Kreaturen, für uns meistens Instant-Speed-Kreaturen, was gut ist, ne? Ja, bei uns ist es sicher nicht. Einer von den Reanimates? Weil die halt schon gut sind, wenn wir. Aber zwei sind wohl einfach einer zu viel, ne? Wenn wir den Oculus irgendwie in den Friedhof kriegen. Das ist schon okay. Ah, wir verkopfen uns nicht. 41 Card Special. Mal schauen. Das ist vielleicht auch nicht gut genug. Ich habe jetzt die Power Splits auch nicht so recht im Kopf. Let's play. So, Runde 1. Deck mag komplett verbaut sein, aber ihr habt Kommentare unter dem YouTube-Video, um es mir zu sagen. So. Na, Uno direkt mal. Hallo Uno. Willkommen bei MagicBlocks.de. Ja, wir gucken mal. Versuch macht klug. Keep. Das ist schon eine magische Karte hier, ne? Die Frage ist, legen wir die Kollegen? Oder halten wir den Counter offen? Ich glaube, wir müssen schon aufs Board kommen, ne? Okay, da möchte jemand the same game spielen. Keine Counter Magic, das ist gut. So haben wir eigentlich Hallo gesagt. Jetzt haben wir Hallo gesagt. Es gibt kein Boo-Emote. Hier übrigens die neue Hintergrundwelt, das neue Spielfeld. Mit dem zerrissenen Spieleteppich in der Mitte. Ich verstehe. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, ich versuche hier ein Casual dreifarbig. Das war das Draw 2 und das andere macht Death Touch 1-0, okay. Tja. Ich glaube, wir machen diesen hier und Uno darf einen Zug lang machen, was er möchte. Okay, hier möchten geraft werden. Na gut. Was macht denn die andere Seite davon? Other permanents you control have hexproof. Okay. Das hätte ich jetzt gerne im Friedhof, ehrlich gesagt. Das sind natürlich keine guten Reanimate-Targets dafür. Er wird irgendein Raum aktiviert. Er ist natürlich denkbar unangenehm für uns hier gewesen.
Aber ja. Ein 4-4 Flieger. Habe ich erstmal gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Zwei, eins, drei. Ja, probier mal. Vielleicht haben wir jetzt ja Scary hier Counter Magic angedeutet. Glimmer. Okay. Also Welle 1 ist natürlich schon nicht so schlecht. Vor allen Dingen Vigilanz, das macht dagegen relativ viel. Land für den 6-Drop wäre ganz cool, ehrlich gesagt. Er kriegt halt Death Touch, wenn er alleine angreift. Diese Synergien haben wir nicht so drauf wie der Uno, der irgendwie Mono Enchantments und Rooms spielt. Tja. So be it. Wir haben den Effekt. Ich würde den allerdings lieber auf dem Flieger platzieren. Na klar, Esper, da wird schon auch noch Removal rausspringen. Da mache ich mir jetzt mal keine Illusion. Okay. Ja, wir müssen schon mit beiden angreifen, wenn ich keine Blocker habe. Ja, wir machen den da auch kaputt. Ja, nice, nice. Must be nice, wenn man hat, was man braucht. Wir könnten uns den Blocker zurückholen, das macht nur leider nicht so viel. Also muss es wohl das hier sein. Also kartentechnisch sind wir noch pari. Aber das Deck ist natürlich viel synergetischer als unseres, ne? Alles ist irgendwie ein Enchantment, alles ist irgendwie ein Room. Tja. Rares schaden auch nicht in den Farben. Da gehen uns jetzt so langsam die Antworten aus. Ja, gegen die Fliege. Wir können jetzt ein Land hitten. Und wenn keine Antwort da ist, kriegen wir jeden Zug nur vier. Noch eine Antwort ist jetzt natürlich Höchststrafe, ne? Da ist noch eine Antwort da. Must be nice. Ja, das schlagen wir einfach nicht. Das ist ein gutes Sealed Pool. Wir haben keinen guten Sealed Pool, zumindest dafür. Wir sollen nicht conceden.
Das macht halt alles nichts. Das ist alles Hexproof, ne? Sag mal, good game, ich bin ja dead on board. Dead on board kann man, glaube ich, schon mal conceden. Ja, deckt zu gut für unseren Misthaufen, den wir da gebaut haben. Aber probieren wir noch eins. Wäre gelacht, wenn wir nicht wenigstens irgendwie einen Sieg holen. Aber wir haben, da hat man halt gesehen, wenn man genug Enchantment hat, dann synergiert das auch. Und ja, gut, wir sind jetzt auch in den Wrath reingerannt. Sonst hätte unser Draw schon auch ein bisschen was gemacht. Einer von den beiden wäre jetzt als Lifelinker vorbeigekommen. Der andere auch als 3-3er. Peachy. Also alle Content Creator eingeladen und dabei. Das können wir nicht keepen. Wir spielen extra zweifarbig. Können wir es keepen? Nee, wir keepen das nicht. Wenn wir keine weiße Mana. Wir können halt eins countern, aber on curve ein 2-Drop countern ist jetzt eigentlich nicht mein Plan. Vor allem, wenn ich auch nur Draw bin. Ein 3-Drop meinetwegen. Das ist ein Keep. Den müssen wir halt irgendwie in den Friedhof kriegen, ne? Kriegen wir aber nicht. Wir können shuffeln. Und genau das machen wir dann auch. So, dann schauen wir mal. 1, 2, 3 haben wir zumindest. Die machen halt alle nichts, ne? Gefühlt. Golgari, Graveyard Matters, Delirium ist das Thema davon. Das ist ein Discarder. Manifest, ja, okay. Das können wir relativ gut verhindern, dass der stirbt, indem wir einfach unseren 0-3er davor stellen. Ja, ich bin von dem Plan unseres Decks nicht überzeugt. Another target creature against Death Touch. Okay. Das ist, glaube ich, okay genug, dass ich es jetzt spiele. Weil jetzt muss irgendein Blocker hinten bleiben, weil der sonst zum 2-2 Flieger wird. Ja, der tradet mit Manifest vielleicht. Oder für ein Manifest. Creature or land card from your graveyard to your hand. Mehr Text, okay. Okay, man kann da irgendwie noch mehr Dinge tun. Ja, okay. Möchten diese zwei Drops denn tauschen? Wahrscheinlich müssen sie es, ne? Wenn man keinen Trick hat. Oder den Reach-Kollegen hinterherlegen kann. Ja, das war zu erwarten, aber ist okay für mich, glaube ich. Wir legen mal das hinterher. Wir haben halt überhaupt keine Enchantment-Triggers. Also, wir lernen diese Enchantment-Matters-Dinge. Dafür braucht man Enchantments und Räume im Deck. Und im Pool vor allen Dingen auch. Und das war eine, offensichtlich irgendwas mit Delirium, ne? Delirium 1, 2, Vigilance. Also, dann ist es zum 3-3er, okay. Delirium wird jetzt, denke ich, nicht mehr das große Problem sein. Ja, wir machen das jetzt mal hier. Dies, das, jenes, Pipapo. Wir wollen nicht das Deck mühlen, wir wollen uns, glaube ich, selber mühlen. Das
waren jetzt Karten, die wir tatsächlich hätten gebrauchen können. Wären eigentlich alle gepumpt. Dann machen wir das so, wenn alle gepumpt werden. Also ja, hier blockt man. Ja. Doppelblock. Das macht irgendwie Sinn. Meine, da kommt ein Manifest raus. Okay. Wir haben den 1-1 Flieger. Ist ein Tausch. Also ein 2-2 Flieger. Fairerweise. Der Klimmer sieht schon nicht so schlecht aus, ne? Ward 2 ist halt auch eine Herausforderung. Mörder würde natürlich gehen. Schauen wir mal. Die Plays sind hier natürlich ein bisschen langsamer, weil viele erstmal die Karten lesen müssen, zum ersten Mal damit spielen, Interaktionen erkennen müssen. Also, vielleicht stellt ihr euch das Video auf 1,25 oder 1,5 Geschwindigkeit im YouTube. Da ist das ja kein Problem. Was denn das? Ach, ein Impending Overlord. Okay. So geht es übrigens auch, dass man das einfach so machen kann. Lustigerweise ist er jetzt, jetzt attackt er halt einmal. Mill 4 und Return irgendwas. Immerhin haben wir die Antwort jetzt schon auf der Hand. Machen den kaputt. Und versuchen hier mal zu racen, oder? Wahrscheinlich gibt es eine Möglichkeit, den zurückzuholen. Was ist denn das für einer? Ein Lifelinger, okay. Ja, wir machen den einfach mal kaputt. Was ist mir jetzt wichtiger, den Live-Linker kaputt zu machen? In the beginning of your end step. Ja. Mach mal du. Soll er mich für 5 hauen jede Runde? Und Kreaturen zurückholen. So sei es. Müffix, ha? Huh? Must be nice. Ist das ein Mainland? Ne, das ist so eins aus dem neuen Common Cycle. Es gibt, glaube ich, keine Mainlands, ne? Ich meine, der attackt jetzt noch. Naja, vermutlich dreimal und dann sind wir nicht tot, aber die Bibliothek weg. Mal gucken. The race is open. Der mühlt halt schon ganz geschmeidig schnell, ne? Ich kann schon mal sagen, dass wir nicht nur unseren Endstep gehen wollen. In den Endstep von Peachy gehen wollen. No Blocks. War noch einer dabei? Sage mal, was haben sie denn alle für Synergien und Rares und sowas? Ah, schwierig. Mit Rares und Synergien, das wollten wir eigentlich nicht. Ja, das ist schon wieder relativ verloren, das Spiel leider. Da sind einfach zu viele Synergien für unseren Haufen. Schauen wir mal. Vielleicht sneaken wir irgendwo noch den Damage durch. Den müssen wir jetzt leider töten. Und zwar. Und dann. Non-Land Permanent. Ja, so sei es.
Den machen wir erstmal hier. Ich meine, der kommt halt wieder, das ist ja das Schlimme. Also, der macht Damage, ne? Das Problem ist, dass der hier auch Damage macht, ne? Gucken, ob die Flieger traden wollen. Wir stehen halt auch 5 zu 0 Handkarten. Muss man fairerweise auch sagen. Ich meine, das ist Liefel immerhin. Okay. Ja, das hätte ich auch so gemacht, ja. Diesen Block hätte ich ebenso gemacht. Schauen wir mal. Ich meine, das ist halt ein Live-Swing von 4 hier, ne? Den ich auch nicht wirklich umgehen kann. Zu 6 Handkarten. Schauen wir mal. Wüsst nicht, was uns in so ein Deck hier noch rausholt. Der Flieger, der manifestet, der wäre ganz gut, wobei auch noch kein Removal gespielt werden musste. Ne? Also PG hat wahrscheinlich auch noch genug Removal auf der Hand. Okay. Noch eine Rare. Leute, was los? Ich fetch mal, damit das hier ein bisschen schneller geht und ich nicht immer eine Pause kriege. Also, wenn dann jetzt auch noch überall die Rares rausgeflogen kommen, dann wird es einfach zu schwierig. Ja, kriegst was wieder. Um das hier mal ein bisschen zu beschleunigen. Ich meine, wenn wir jetzt einen Oblivion Ring Effekt getroffen hätten, dann hätten wir Liefel gehabt, ne? Insofern. Oh, es hätte sogar normales Removal gereicht. Nee, hätte es nicht. Komm, Peachy, greif an. Ich bin ultra dead. Ich block nicht. Wobei Peachy tatsächlich auf 3 Handkarten inzwischen ist, ne? Aber ich kann es halt einfach nicht gewinnen. Oh, Peachy, bitte. Ich will doch nur conceden. Ich block nicht. Promise. Okay. Also, wir lernen. Rares und Mythics, die synergieren und Karten, die synergieren, sind the way to go. Medium Pools nicht. Ein Match. Wie viel dürfen wir eigentlich verlieren? Ein, zwei dürfen wir nur verlieren, ne? Weiß gar nicht. Eins dürfen wir noch verlieren. Okay. Let's go. Versuchen wir mal noch irgendwie den Win da rauszuholen. Ansonsten habe ich euch zumindest mal gezeigt, wie es nicht funktioniert.
So, Skylar. Das macht halt alles gar nichts hier, ne? Maybe. Wir probieren's. Packen das Removal erstmal weg. Hello. Crap. Ich glaube, im richtigen synergetischen Deck ist das schon eine gute Magic-Karte. Ist auch eine Magic-Karte übrigens. Wenn wir mit der mal angreifen dürfen, hätten wir immerhin einen Flieger. Ich guck mal, wir ziehen erstmal eine Karte, weil hier muss eigentlich immer geblockt werden. Ich wäre sehr verwundert, wenn er nicht geblockt wird. Aber man muss auch sagen, ein Zweitrupp, der geblockt werden muss, ist natürlich auch eine Karte, ne? Dann machen wir diesen und diesen hier. Das ist wieder schwarz-grün. Dann können wir wieder nur uns selbst mühlen. Counterspell und der Glimmer. Mana Doll. Nest Counters, okay. So, blaue Quelle. Ich weiß ja nicht, ob das die Karte ist, die wir jetzt unbedingt targeten. Ah, wobei schon eigentlich, ne? Bisschen das Mana kaputt machen schadet ja nichts. Wir mühen uns selbst. Zwei Lendos, okay. Ich glaube, wir ziehen erstmal eine Karte. Das ist, glaube ich, der beste Effekt. Den wollen wir als erstes sicher haben, ehe dem hier was zustößt, dem Hall Creeper. Ein Vigilance 2-3er. Okay. Heißt Inspector, ist kein Inspector. Nee, lass mal. Ist nur ein 1-1er. Macht nix. Macht gar nichts. Fight? Nee, schwarzes Mana. Schauen wir mal. Okay. Gut, das war jetzt für uns eigentlich kein ganz schlechter Trade. Wollen wir den hier haben? Wahrscheinlich schon. Kenne ich nicht. Okay. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht zu überragen, was wir hier nachgezogen haben. Ich kann halt den auch nicht rein attacken. Schöne Wall. Ah, ich hätte blocken können sogar noch. Ah ja, so spielen wir mit dem Pump rundherum. Nee. Gar kein Bock. So, wir holen noch ein paar Länder raus. So, wir keep mal noch eins auf der Hand. Unser Glimmer ist im Friedhof, aber wir haben natürlich noch die Reanimates im Deck. Oder den Reanimate. Wir haben, glaube ich, nur einen drin gelassen. Tja. Ich kann hier nicht Jump attacken, ne? Da machen wir das Board groß und gucken, was passiert.
Okay, wir haben beide Mana genug. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Okay. Schauen wir mal. Jetzt haben wir einen Flieger. Wir spielen es mal weiter. Also, wir spielen jetzt hier. Das ist eine Menge Länder. Ich meine, es ist Golgari, es kann auch einfach Dinge kaputt machen. Ne? Also das Good Game ist jetzt vielleicht ein bisschen zu früh. Selbst wenn es ja eigentlich für mich gegolten hat. Schauen wir mal. Aber dann kriegen wir wohl keinen Flieger. Hm? Sieben, okay. Das sind noch sieben viele Damage. Da ist er wieder. Unser Arc Enemy. Warum hat ihn denn jeder? Brauchen wir wieder ein Removal, ha? Huh? Okay, ein 4-4 Flieger ist schon auch mal was. Eigentlich kann ich so. Der hat ja Reach, ne? Jetzt sogar erst angreifen können und dann. Ich trade ja mal weg. Oder. Dann ist der nämlich gefährlich, ja? Herrgott, zack. Ich kann jetzt Karten drunter tun. Das ist natürlich. Ah, Sorcery Speed, okay. Wäre zu gut, wenn es nicht Sorcery Speed wäre. Noch ein Trick. Achso, die haben Death Touch, ne? Ich bin mir nicht so ganz sicher, woher dieses Good Game jetzt kam. Weil offensichtlich hat man hier eine Menge Möglichkeiten zurückzukommen. Trick, Bam, Boom. Ich trade die. Feel free to trade. Dann hätte ich gern so ein Vigilance High. Ein Fight. Erstens Attack, da kommt offensichtlich was nach. Und opfert den, um den kaputt zu machen, oder? Na, schauen wir mal. Es wird jetzt immerhin noch mal eng. Na gut. Der kann immerhin angreifen, um da wegzutraden. Wobei man den dann vielleicht zurückholen kann. Falls wir den Reanimate ziehen, was reanimaten wir? Einfach den 4-4 Flieger, ne? Okay. Mehr von diesen. Ich befürchte, man tradet und holt ihn zurück. Aber ich glaube, es gibt keine Welt, in der ich es nicht trotzdem forciere. Das wird ja immer wieder passieren. Weil der Reanimate Archetype ist eigentlich schwarz-weiß. Bin mir nicht sicher, wie gut das hier war jetzt. Aber es macht halt jede Runde einen Mana, ne? Und irgendwann ist es halt einfach eine Clock. Die Leute spielen einfach nur ihre Rares hier. Hier ein Double Striker. Gucken wir mal, was das macht. Allerdings nur ein 2-1 Double Striker. Die Defender, und das ist ohne die Synergien schon ziemlich schlecht, ne? Collected Company, yes. Kann man machen. Ich meine, es hittet halt nichts, aber Company, magische Karte.
Ist das jetzt das dritte Final Vengeance? Kann das sein? Eins, zwei. Das eine ist noch im Stack. Drei. Okay, drei von denen sind natürlich geschmeidig. Ja, ziehen wir noch ein bisschen Länder, das geht schon immer. Schauen wir mal. Es ist ein eher untypisches Golgari-Deck. Ne? Es hat sich noch nicht irgendwie den Friedhof großartig bedient. Oh Gott im Himmel. Ja, okay, dann spiel mal noch so ein. Wenn wir zwei Attacks überleben, ich weiß nicht wie. Doch zwei überleben, ne? Ein Pump. Jetzt wäre es gut, ein Trample Guy. Ich meine, den können wir ja blocken. Mehr Lendos. No attacks. Wenn wir überleben und noch einen Eerie-Trigger haben. Ich wollte gerade sagen, der muss mit angreifen. Na, offensichtlich blocke ich ja hier. Und offensichtlich blocke ich ja auch so. Gegen den Trick bin ich halt tot. Das ist doch ein Trigger, ne? Und Leben macht's nebenbei auch. Wir müssen bloß ein Enchantment zurückholen. Den Glitter. Dann mühen wir bitte zwei Karten. Good game. Wir haben ein Spiel gewonnen. Freunde, wir haben ein Spiel gewonnen. Aber enge Kiste. Ach, diese Rares und Mythics. Also unsere 3-3 Defender sind unterirdisch in unserem Deck. Machen gar nichts. Ich glaube, die sind durchaus spielbar im Heavy Enchantment Deck. Aber nicht in dem Haufen hier. Schauen wir mal, ob wir noch eins gewinnen können. Wenigstens nicht zu null im negativen, positiven Sinne. So. Entering Match. Yes, 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 yes. Ui. Arena ist abgestürzt. Bis nächsten Dienstag zum Patch ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich schau mal, da ist es wieder. Das muss ich euch mal kurz ausblenden. So, ihr kriegt mal so einen Dummy-Screen, solange ich meine Credentials hier eintrage. Und dann hoffe ich mal, dass wir halbwegs schnell genug noch drin sind, um mitzuspielen. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, es geht wieder alles. Ich hoffe, es loopt nicht. Travis. Hallo, Travis. Tut mir leid, dass ich mich verspäte. Das ist ein Keep. Das ist ein Hallo. Oh. Meine Chats sind kaputt. Okay. Irgendwas ist hier immer.
Gucken wir mal, ob wir mit dem connecten können. Wir können. Haben allerdings das Problem. Das dachte ich mir, dass der nicht geblockt wird. Ist halt auch nichts, was wir resetten wollen mit dem Bounce, ne? Schauen wir mal. Okay, Race ist angesagt. Das Removal wäre cool von oben. Oder ein Land, ja. Was reingeflasht hier. Ich will den Hai nicht wegtun. Wir brauchen irgendwie Threats, ne? Ich tue mir schwer, den Hai wegzutun. Wobei es dafür sorgt, dass wir den nächste Runde casten können. Vielleicht cyclen wir den Hai sogar. Wir können ja reanimieren. Ich glaube, wir cyclen den Hai, damit wir nächste Runde auf jeden Fall den Glimmer spielen können und recht dick angreifen können. Was ging in den Friedhof, in den Land, okay. Jetzt kommt der 3-3 unblockable vorbei. Da kann ich nicht viel machen. Wenn da was Schlimmes drunter ist, dann haben wir ein Problem. Jetzt wird die Karte gezogen, sehr wahrscheinlich, ja. Oder wenn jetzt was Schlimmes nachgelegt wird. Weil wenn das dann eine Kopie mit Marken wird, und das... Okay, Flying Vigilance, na gut. Das kriegt er nur bis zum Ende des Zuges, ja. Was macht denn die zweite Seite? Manifest Dread, deine Marke, okay. Aber nur beim Unlock. Das Tor, okay. Ist also ein Body. Tappt leider nicht für Mana, ne? Aber ich glaube, das Play ist hier trotzdem das hier. Und race it. Oder versuchen zumindest. Weil der Glimmer ist schon... Der glimmert schon, ne? Das ist schon Hoffnung. Wie viel kostet das? 4, okay. Für 4 Mana kriegt man also noch einen Body. Ich meine, das zu kopieren. Mal gucken. Nicht Miezekatze, die Rat. Bisschen anders als Bloomborough. Nichts mit Mäusen. Diesmal sind Ratten angesagt. All the Blockers. Der hat Wachsamkeit, der kann immer angreifen. Der andere ist unblockable. Was wird er jetzt? Ja. Das ist ein Wachsamkeit, 3-5. Jetzt wäre ein... Oh, just in time, my friend. Just in time. Wie wäre es damit, wenn wir erstmal angreifen gehen? Wenn ein Enchantment reinkommt, dann ist das ein okayer Blocker. Okay.
Dann Manifeste, bitte. Wir machen den auf jeden Fall kaputt. Wobei, jetzt ist er wieder blockbar. Aber Wachsamkeit, Flieger ist halt einfach the worst, ne? Counter Magic, unangenehm. Ja, kann ich nichts machen, was soll ich machen? Um die Krabbe in den Friedhof. Wir kassieren jetzt ein bisschen. Aber Travis ist halt auch auf 6, ne? Wir haben in der Luft eine ganz gute Glock gegen uns. Wir können einen wegtun. Wir können einen 4-4 Flieger legen, der allerdings nicht so ultra viel macht, fairerweise. Die Flash 4. Lose to life. Okay. Macht mehr Aua. Gelingt. Was ist jetzt hier das Play? Also ich block auf jeden Fall die Ground Creatures, wenn ich kann, ne? Mit dem Defender. Der macht ja ansonsten nicht so ultra viel. Enge Kiste. Bisschen enger als es aussieht. Wir sind auch eine Two-Turn-Clock auch. Also offensichtlich ist das hier suspicious, dass da die Mana offen sind. Ne? Ich glaube, das muss ich hier niemandem erklären. Du kommst ein bisschen spät, ehrlich gesagt. Ich greife mit allem an, oder? Das macht ja unangenehme Blocks, zumindest mal. Was ist mit diesen ganzen Flash-Kollegen? Na gut, so sei es. Dann block mal. Ich sehe uns noch nicht vorne. Ich meine, wir können ihn casten und es ist ein Flieger. Also wahrscheinlich ist es okay. Kriege ich 6 Damage? Wahrscheinlich eher nicht. Mit Counter Magic und Co. muss ich immer rechnen. Das ist immerhin eine normale Kreatur, in Anführungszeichen. Eigentlich ist auch eine Clock. Ich kriege 2, gehe 4. Ist immer noch eine Two-Turn-Clock. Wenn er die Door unlockt und den spielt. Aber er muss dann mit dem blocken. Schauen wir mal. Ja.
Das riecht nach irgendeinem Counterspell oder sowas. Oder einem Hai. Okay. Ist der Hai gut genug? Zwei. Aber er muss mit dem blocken, ne? Ich glaube, ich will hier die sichere Glock. Den Hai vielleicht nicht. Wir haben noch einen Reanimate. Meine sind jetzt zwei Bodies, ne? Ich glaube, wir haben hier ein. Da muss ein Removal her, dann ist der Flieger immer noch lethal. Ich block hier immer. Doppel-Removal schlägt mich. Aber vorhin hat er schon nicht ein Removal gehabt, also Doppel-Removal unwahrscheinlich. Ja. Ich bin ehrlich, dann sehe ich uns vorne. Das ist die Lifelink-Geschichte, ne? Aber ich kann eine Karte discarden, ne? Ich muss natürlich blocken. So, und dann müsste ich eigentlich lethal sein, ne? Good game. Meine Emotes sind leider kaputt seit dem Restart. Aber hu, 2-2. Aber fragt nicht wie. Fragt nicht wie. Aber fairerweise, mein Deck ist, glaube ich, nicht gut gebaut. Ich weiß nicht, wie gut mein Pool ist. Aber besser geht hier sicherlich. Aber wir spielen, solange wir gewinnen. Auch kein Absturz, sehr gut. Teil dir. Wir können ja nie im Leben casten erstmal. Ne? Ich meine, das macht was in den Friedhof, das macht was in den Friedhof. Ja, vielleicht. Ja, wir keepen es auf jeden Fall. Das hier werden wir sehr wahrscheinlich eher manifesten. Weil es eine Karte, weil es zwei Karten in den Friedhof packt. Und den castbarer macht. Also es ist ein Keep. Wir starten mit Expanse. Ich shortcutte das jetzt mal hier. Ich meine, wir können den recht schnell casten, ne? Wahrscheinlich stirbt er einfach, aber irgendwas ist ja immer. Ein 3-1er. Er ist schnell. So. Wir können ja manifesten, blocken, dies, das, jenes. Das machen wir übrigens auch. Darf er gerne töten. Füllt auch den Friedhof. Wir machen gleich genau den gleichen Stunt nochmal. So. Wir könnten den hier spielen. Wie viele Karten? Vier. Nö. Genau das gleiche noch einmal. Also wahrscheinlich ist der dann einfach. Mal gucken, ob er gut genug ist.
würde gerne mehr Removal darauf spielen. Ich meine, wir können ihn hiermit protecten, ne? Das machen wir jetzt doch einfach auch. Wir haben sechs Karten im Friedhof, ne? Sieben sogar. Das heißt, wir machen das hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir manifesten mal. Mörder, klar, funktioniert. Der Hai ist ein guter Manifest. Wir können ihn zwar noch nicht umdrehen, aber irgendwas ist ja immer. Er trampelt halt. Jetzt können wir ihn umdrehen. Reach oder nicht noch. Wir könnten auch die zwei Bodies spielen und den Hai so lassen. Wenn der Hai blockt da nicht. Ich glaube, das machen wir auch. Schade darum. Der Oculus macht schon Bodies. Okay. Man muss halt eine Antwort auf den Oculus finden. Ich blocke hier natürlich schamlos. Ja. Oh, auch schön. Drei Mana, 4-3 Doppelstreicher. Nehme ich. Reach Boy, na gut. Ich glaube nicht, dass hier der Raum zerstört wird. Also ich flippe jetzt den Hai natürlich naheliegenderweise. Okay. So, wir könnten mit dem angreifen. Da blockt man wo, hm? Ja, wobei muss man eigentlich nicht, ne? Ich spiele jetzt hier sehr defensiv, fairerweise, wenn man das so nennen kann. Aber wir haben ja auch Liefel on board, ne? Ja, wir können in die nächste Runde. Relativ egal, was passiert, einfach reinzwingen. Das ist doch irgendwie so ein Carnage-Tyrant, ne? Kommt alles. Kommt nicht alles. Aha. Okay. Das ist eine magische Karte. Jetzt sind wir, glaube ich, weit vorne.
Casual minus 22? Okay. Also der Oculus hat halt geregelt, ne? Muss man sagen. Keine Antwort auf Oculus aus dem Golgari-Deck. Erstaunlich ein bisschen. Und dann rennt er mit dem Spiel weg. Das ist einfach zu viel Mana-Cheating, weil er einfach die ganzen Manifeste umsonst kriegt, kostenlos. Leute, wir haben 3 Wins geholt. Ich hätte ja schon fast nicht mehr damit gerechnet. Jetzt holen wir uns noch schnell das 3-3 ab, würde ich sagen. Schauen wir mal. Und dann hoffe ich, ihr habt hier bei YouTube auch ein bisschen Spaß gehabt. Denkt dran, Kommentare. Was können das, diese Edition Duskmourne eigentlich? Das können. Oh, vielleicht können wir das keepen? Nee, das keepen wir nicht. Das wiederum keepen wir. Den haben wir noch gar nicht gesehen in dem Room, ne? Leider ist der Room auch gerade das, was ich nicht keepe, oder? Naja, wobei. Vielleicht doch. Den kann ich eh nicht casten, den Twist momentan. Und der Play wäre der Cheerleader natürlich ein bisschen besser. Aber wir können ihn durchpressen. Okay. Wenn der stirbt und der connected, unangenehm. Was wahrscheinlich der Fall ist. Ich glaube, es ist es wert, eine Karte für das Upgrade hier einzutauschen. Kenne ich nicht. Ja, keines. Ich kann den nicht blocken, ne? Ah, ich muss das blaue Mana spielen. Ich habe nicht aufgepasst. My bad. Ich muss natürlich das blaue Mana spielen, um den 0-3 Blocker da zu haben. Und sogar noch einen Eerie Trigger. Early Access, Learning to Play. Natürlich blocke ich nicht. 2-5er. Und Lifelink. Das ist auch eine magische Karte, würde ich sagen. Das übrigens auch. Ja, der muss hier dringend ins Exil gehen. Hoffentlich klappt das. Nee, es wird destroyed, okay. Schwarz-Weiß Reanimation Archetype, aber. Yes. Das ist unangenehm. Das war unser Removal. Das war unser Removal. Und ich kann es halt leider nicht spielen. Wir blocken allerdings, weil ich da natürlich hier den Friedhof gefüllt haben möchte dafür. Krass. Das muss ich auch andere Reihenfolge machen. Das ist am Mana-ineffizientesten. Wenn wir Rolling Wilds ziehen, können wir die Runde drauf. Ah, mal gucken. Wir können ja auch blocken.
Jetzt muss der sterben, ne? Sonst kopiere ich einen Oculus. Was denn das? Okay. Hol mal was zurück. Das gelingt. Oculus ist nicht legendär. Dann müssen wir das Board voll machen. Zwei Oculusi sind doppelt so gut wie ein Oculus. Das ist wieder der Discard, ne? Ja, dann kriegt er halt unseren Oblivion Ring. Wir ziehen hier Karten. Das ist eine ziemliche Glock. Oh, das baut 3-1 Flieger. Das ist natürlich schon nicht so schlecht. Wie man's braucht, Freunde. Wie man's braucht. Megalodon. Tja. Wer einen locken lässt, mal, es nutzt ja nichts. Und wir manifesten einfach mal weiter. Nehme ich. Wahrscheinlich kommt noch ein Enchant, das ist ein Enchantment, ne? Nee, ist es nicht. Ich muss den halt wegkriegen. Auch ein 5-5er, ne? Wir müssen auf jeden Fall den kaputt machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Damit ihr nicht die ganze Zeit die Flieger kriegt. Ich weiß nicht, ob wir schnell genug den Damage drücken können. Ich kann halt hier nicht blocken, ne? Den kann ich natürlich wegblocken, mache ich auch übrigens. Mit dem. Die blocken alle. Soll er sich selbst zurecht sortieren? Wir nehmen 6. Oder. Achso, der hat Death Touch, ne? Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, ich habe keine Antwort auf die. Good game. Schade eigentlich. Aber 3-3. Gutes Ergebnis, denke ich, für den ersten Versuch. Deck war auch wirklich Medium, also es ist kein Showcase für das Sealed-Format. Lasst mir in dem Video wissen, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns bald mit dem neuen Video. Bis dann, ciao.